Wasser. So, Wasser kocht. Jetzt können wir die Nudeln reinschmeißen. Und an die Seite, da machen wir ein bisschen mehr. Ne? Das sind Tortiglioni. Bisschen Meeressalz. So, das reicht nicht zu viel. Man kann Salz reintun, aber nicht rausholen. Ja? Hinterher könnt ihr, wenn euch nicht so gut schmeckt, ein bisschen Salz nach salzen. Also, ne? Ja, wisst ihr, was ich meine. So. Während das kocht, während die Nudeln kochen, machen wir schon mal die Soße für Bolognese. So. So. Das kommt hier hin. Olivenöl. Ein bisschen mehr, wollen wir nicht geizig sein, wohl. So. Dann machen wir diese hier. Die. Hier rein. Die machen wir hier rein. Das geht so. Ruckzuck. So, das sind die Zwiebeln schön blond. Blond sind. Machen wir so ein paar Kapern da rein. Ja? So. So, ne? Okay. Ein bisschen das hier tun. Schön mal rein, wenn ich das schön verbrennt, noch mal ein bisschen was rein. Also nicht verbrennen, mit diesem Aroma frei wird. So. Das ja mittlerweile, so. Das finde ich für kein Messer und so weiter, das ist ja nicht schnell. Jetzt muss ich viel schneller und man braucht nicht so viel Arbeit, so viel Flüssig zu machen. So. Die Zwiebel ist mittlerweile schön blond, dann kommt etwas Wasser zum Ablöschen rein.
typische Bolognese, das ist meine Kreation, sagen wir mal so. Ja? Wenn das mich jetzt irgendwelche Köche anrufen und sagen, hier haben wir, da hat er keine Bolognese gemacht. Das ist auch wirklich. Ja. So, jetzt kommt hier diese Hackfleisch da rein. Schon mal ein bisschen mit anbraten. Das ist jetzt gemischt. Schwein und Rind. Oh, Hände waschen. Schon durch sein, sonst geht das nicht. Und der Geschmack wächst so raus. Ja. So. Das ist hier drin schon mal. So. Jetzt kann man die Soße. Soße noch etwas an Geschmack gewinnt, können wir so eine schöne Thank you.
Okay. Sehr gut. So, währenddessen, dass die Soße schön köchelt, können wir anfangen mit den Frikadellen. Ihr kennt das ja, ne? Zwiebel. Hier. So, ein Brötchen. Ausbringen. Mit Wasser. Petersilie, nicht vergessen. Und ein bisschen Pfeffer, diesen hier. Ne? So, ein bisschen mehr heute. Dann kommt das Abfleisch. So. Und dann, kennt ihr schon, ne? Etwas ruhen lassen, in der Zeit Hände waschen. Währenddessen, was die Jungen sagen. Ja, das war noch nicht. So, das ist auch.
So, jetzt können wir anfangen, so eine kleine Kugel zu machen. Für die später die Makaronen. So etwa, so groß. Das reicht. Größer, ein bisschen kleiner, ist nicht schlimm. So, einfach mit der Hand. So, eine Kugel. Und rein. Währenddessen gucken wir, ob die Makaroni schon so weit sind. Thank you.
Okay. Die Schwalbe, die sind gut. Noch einen probieren. Hier so ein bisschen hier rein. Thank you.
tun wir mal ein bisschen von dieser Soße hier rein. So, jetzt so. Den Boden bedecken. So. Dann kommt die Nudel da rein. Eselsalami, das habe ich jetzt klein gemacht, so etwa. Das kommt rein. So. Dann ein paar Eier. Die habe ich erst gekocht. Vorhin. So. Schön, ne? Dann werden die klein geschnitten. So, etwa. Und das macht man ohne Lineal, so einfach so drauf, ne? Das ist für den Kameramann, bitte schön. Hat schon ein Zeichen gemacht, so gibt, gibt, gibt. Ja, muss aber jetzt auch noch schützen. So. Okay. So. Dann. Eine Dose Erbsen. Auswaschen ein bisschen, so. Auch rein. So. Und dann zwei Dosen von diese Champignon. So. Und die restliche Soße obendrauf. So. Und wenn.
Fleisch weniger. Durch das Kochen im Ofen wird das viel weniger. Schmilzt gleich oben drauf, ne? Und gibt eine schöne Dings, Bums. Ja, wisst schon. Babaluba, Balam, Bam, Bum. Wohl. Warum soll ich alles erklären? Man sieht doch. Das ist sogar für Schwerhörige oder die nicht hören können. Die alles sehen. Könnt ihr alles nachmachen. So. Dann kommt einfach Mozzarella. Wie ist der hier? Nicht vom Büffel, das ist normale Mozzarella. So. Zum Schluss geben wir noch etwas Parmigiano-Reggiano. So ein Stückchen zum Beispiel. Ne? Nicht viel, so. So. Ungefähr. Weil ist schon zu viel, da ein
Mozzarella, Käse und so weiter. Dann kommt das hier rein. So. Und dann. Und wie es bei Live-Sendungen ist, ist die Batterie leer. Okay. Ist egal. Hauptsache, ist was drauf gekommen. So. Dann können wir das Ganze schön absetzen. Mit Alufolie. Anderthalb Stunde hasta la vista, Embryos. Tschüss. So. Wir sagen dann bis später. Ja, wir machen heute eine neapolitanische Salat. Kopfsalat. So, etwas Olivenöl. Nicht so viel. Olivenöl. Dann halbe Zitrone. So. Die Kerne bleiben zwischen die Finger. So. Die Hilfe von einer Gabel. So. Die kann man in den Müll schmeißen. Das Grüne machen wir weg. Die italienische Mama würde es dran lassen, aber ich mache das weg. So. Ja, Grüne wegmachen. Dreimal. Dann kommen ein paar Oliven. Und bitte da. Nicht so viel. So. Schön mischen. Schön mischen. Mischen machen. So. Fertig ist der Salat. Jetzt kommen wir zu den Makaroni. Jetzt anderthalb Stunde später. So. Schöne
jemand was will, kann er sich holen. So, das war dies. Ein Moment. Und dann machen wir das hier. Das sind Chicken Wings. Schönen Appetit. Hier, bitteschön, für dich. Jetzt geht das durch den Bildschirm. Zack.